Tag 2 im Falkensteiner Hotel. Und hier im Mission Camp steht gleich in der Früh ein Interviewtraining am Programm. Und da gibt es einiges zu tun. Würdest du für die Krone auch töten? Killing for the Crown? Ich sag töten nicht wirklich. Also die oberösterreichische Hymne singen. Für das habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Bin die Vizemiss aus. Vizemiss aus. Okay, Entschuldigung. Was brauchst du denn? Das war blöd. Ach, ist doch halb so schlimm. Also müssen gut aufgepasst, Krönchen richten und weiter geht's. Hier gibt's was zu lernen. Zum Beispiel kurze Antworten geben, lustige Antworten geben, smarte Antworten geben. Und so geht's. Unsere Vizemiss Salzburg Selma Distarevic macht das echt 1A. Wie investierst du dein Geld? Also ich investiere mein Geld sehr gerne in die Wirtschaft, sprich ich gehe gerne einkaufen. Doch lange ausruhen kann man sich auf seinen Lorbeeren nicht. Ein Catwalk-Training mit Ex-Miss Austria Patricia Kaiser steht am Programm. Auch hier macht unsere Selma eine echt gute Figur. Aber die Konkurrenz, die schläft natürlich nicht. Über den Catwalk wacht diese Dame hier, Ex-Miss Austria Patricia Kaiser. Und die sieht ganz genau hin. Uns erklärt sie, wie der perfekte Catwalk funktioniert. Man darf sich nicht zu fest an die Technik klammern, weil jede sehr individuell ist. Aber grundsätzlich das Wichtigste überhaupt ist, dass man Körperspannung hat, dass man aufrecht geht, das Brustbein nach vorne schiebt. Die Mädels haben dann ganz süß gesagt, die Brust öffnet die Tür oder geht zuerst in die Tür hinein. Das ist eigentlich ein sehr guter Ansatz, das haben sie mitgenommen. Und die eine oder andere hat dann vielleicht ein bisschen zu viel mit dem Kopf gewackelt, der sollte ruhig sein. Und vom Blick her sollten unsere Miss Austrias natürlich positiv sein. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen unbedingt das Publikum in den Bann ziehen. Sie sollen schauen, was ist meine Umgebung, wie kann ich den letzten Techniker am letzten Fleck da hinten auch noch erreichen mit meiner Aura und mit meiner Ausstrahlung. Und ich glaube, an das sollten sie denken und dann wird die Ausstrahlung automatisch da sein. Wie geht ein sexy Blick? Das ist ja wiederum so ein Thema, ich habe dann einmal gesagt, so, jetzt schauen wir mal sexy. Und dann fressen sie aber gleich. Also sexy ist nicht gleich böse, sondern sexy kann auch sehr positiv und sehr nett sein und charmant. Also das darf man nicht verwechseln. Für eine Miss Austria-Wahl muss ich groß sein, um am Catwalk zu wirken, oder geht das auch bei kleinen Mädels? Also kleine Mädels sind ja jetzt nicht dabei, es sind ja alle so an die 1,70, kleinen größer. Von daher werden sie alle wirken. Es kann auch eine sehr große, sehr botschert wirken. Also es ist jetzt nicht gesagt, dass die Große besser läuft als die Kleine. Und wir haben ja auch bei unseren Miss Austrias in den vergangenen Jahren gesehen, dass eine kleiner ist und eine größer. Also es ist sehr individuell. Wichtig ist die Persönlichkeit, die strahlt und darauf kommt es dann auch am Tag X an. Die Tipps, die unsere Catwalk-Trainerin für die Missen hat, werden von den Mädels beim Üben direkt umgesetzt. Und das auf mega High Heels. Klar aber auch, oder wer hat nochmal gesagt, dass Größe keine Rolle spielt?